Sind wir online? Yes. Was geht ab, meine Freunde? MJ, der Gangster-Boss, wieder live auf seiner Facebook-Seite. Ja, wir haben Sonntag. Ich glaube, ihr habt bestimmt ein bisschen Zeit mitgebracht. Und ja, wir warten mal, bis sich die ganzen Leute versammeln. Ich habe heute eine mega Überraschung für euch. Passend zum Wetter. Es ist ein bisschen trüb und es ist ein bisschen regnerisch. Und ja, die Überraschung liegt in dem YouTube-Link. Und ja, wir warten mal, bis sich ein paar Leute versammeln. Bei wie viel sind wir? Das ist bestimmt mal ganz niedlich, ne? Drei Leute gucken mir gerade. 3000. Ach so, 3000. Okay, 3000. Ich dachte nur, drei Leute sind gerade am Start. Ich wollte gerade über ein Karriereende nachdenken. Sind bei 5 jetzt. Wie geht's euch? Erzähl mal ein bisschen. Ich bin auf jeden Fall mega zufrieden mit der Resonanz. Ich meine, bei BADT1 war die Resonanz ziemlich gespalten gewesen. Bei diesem Album habe ich bis jetzt, natürlich gibt es immer wieder Hater, aber die Resonanz war mega positiv, Alter. Ich bin sowas von glücklich und einfach erleichtert, weil ich habe so hart an diesem Album gearbeitet. Das glaubt ihr mir nicht. Viele denken sich immer, so ein Album schreibt sich einfach in einem Tag runter oder so, weißt du? Aber das ist nicht der Fall. MJ, der Gangsterboss, hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Und wenn am Ende des Tages dann die Leute sich das Album bei iTunes kaufen oder die Boxen ankommen und ich dann so eine Resonanz bekomme, dass meine Fans sagen, ey, mega geil, du hast dich übertroffen, wir haben niemals gedacht, dass du BADT1 toppen kannst und jetzt hast du das, jetzt finden die das zweite Album noch tausendmal besser, ja, dann bin ich einfach nur glücklich und dann vergesse ich die ganze Arbeit, die ich mir gemacht habe, die ganzen Strapazen und ja, die ganze harte Arbeit, so der ganze Stress hat sich so am Ende gelohnt, wenn meine Fans sagen, es ist einfach ein krasses Album. Meine Nachrichten, also mein Postfach ist am explodieren. Ich kriege nur gute, positives Feedback. Bei Kommentaren sind natürlich die einen oder anderen Hater. Und ich verstehe es auch, vielleicht sind manche nicht zufrieden mit dem Album. Aber der große Teil schreibt mir nur positive Nachrichten und ja, da habe ich mir mal die Freiheit genommen, mein Release auch dementsprechend zu feiern. Ich habe ein hartes Wochenende hinter mir. Ich habe mein Release auf jeden Fall krass gefeiert. Ich war mit meinen ganzen Jungs auf einer Release-Party in Konstanz gewesen. Es war auf jeden Fall spaßig gewesen. Wir hatten mega viel Spaß. Und ja, ihr habt bestimmt das Album mittlerweile durchgehört. Und wie viele Leute hören mir jetzt zu? 11.000. Viele werden sich fragen, was verbirgt sich hinter diesem YouTube-Link? Das ist die große Überraschung. Ich habe mich nochmal in kürzester Zeit entschieden, noch etwas Großes auf die Beine zu stellen. Wie Dirk Nowitzkis Eltern. Und auf jeden Fall, ja, für die Leute, die Punchline noch nicht verstanden haben, ich sag die nochmal, ich habe mir vorgenommen, etwas Großes auf die Beine zu stellen wie Dirk Nowitzkis Eltern und habe mich spontan noch entschieden, etwas zu filmen. Das verbirgt sich hinter diesem YouTube-Link. Ja, die einen oder anderen werden jetzt natürlich draufgeklickt haben. Es ist noch nicht freigeschaltet. Ich warte darauf, bis sich alle versammelt haben, bis alle am Start sind. Und irgendwann, wenn ich denke, es ist soweit und ihr seid bereit dafür, dann werde ich sagen, es geht los und werde diesen Link freischalten. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Ihr könnt ja mir privat ein paar Nachrichten schreiben in der Zeit. Ich lese mir das jetzt durch. Ach, das ist der Modus. Farid ruft gerade an, ich gehe mal kurz dran. Oh, Farid Darby. Ich bin gerade live, warte. Die Fans sollen dich auch direkt hören. Sag aber nichts Falsches. Mojo. Ja, Bruder. Bruder, du bist gerade live, Alter. Du kannst mich doch nicht vor... Wie viele Leute sind wir? Fast 16.000. Du kannst mich doch nicht vor 16.000 Leuten jetzt hier bloßstellen. Nein, aber ich sehe dich öfters im Chat als live.
Bruder, wenn du jetzt noch eine negative Sache sagst, dann lege ich auf, Bruder. Okay, okay, tut mir leid. Ich werde nichts Falsches mehr sagen. Was geht, was machst du? Nix, ich bin gerade am Chillen. Ja? Ja. Bisschen. Ich bin gerade hier im Live-Chat. Ich habe eine große Überraschung. Soll ich mal den Leuten verraten? Achso, ich dachte, du willst verraten, was wir gleich posten werden. Nein, Bruder, ich würde dich jetzt weg sonst. Nein. Bruder, ich halte dich schon weg von der Kamera. Der Farid will die Überraschung verraten, aber das lasse ich natürlich nicht zu. Nein, Bruder, hör auf. Mach mir nicht meine Überraschung kaputt. Ich habe extra dafür gearbeitet. Okay. Bist du in Düsseldorf? Ich war gestern in Konstanz gewesen. Ich hatte da Release-Party gehabt. Das hast du noch am Freitag. Ach stimmt, das war Freitag. Du warst gestern in Wien, ne? Ne, Zürich. Wo warst du gestern? Ich war in Mattersburg, neben Wien. Ah, killer. War gut? Ja, war super. Sehr gut. Ja, wenn du Bock hast, komm gleich rum, wenn du noch Zeit hast. Ich schaff's nicht. Schaffst du nicht? Okay, Bro. Na gut, dann würde ich sagen, hast du noch irgendwas zu sagen? Also willst du noch irgendwas meinen Fans sagen? Ich bin in Kopf, Asphalt Massaker 3. Hört, ihr habt gehört, was Farid gesagt hat, ihr sollt Asphalt Massaker 3 kaufen und nicht breiter als zwei Türsteher. Das habe ich nicht gesagt, das hast du gesagt. Nur wenn einer jetzt sagt, man soll sein eigenes Album kaufen, heißt das für dich. Man soll nicht mehr deins kaufen. Na gut, Bruder, wir hören uns später, ja? Okay, Bruder, viel Spaß. Danke, Bro. Ich bin weiter im Chat. Ey, Bro. Ciao. 22. So, wir sind bei 22.000. Es geht heute aber ziemlich flott. Ich glaube, ihr habt heute viel Zeit mitgebracht. Ja. Ich sag mal so, MAJ, der Gangsterboss, hat sich bis jetzt immer von einer Seite gezeigt, die ziemlich unangreifbar ist, sagen wir mal so. Es ist MAJ, der Gangsterboss, vertritt eine Persönlichkeit, ja, ich sag mal so, die quasi unantastbar ist, gefüllt mit Zement, hart wie Stein, harte Schale, harter Kern. Aber ich habe auch mal, ich sag mal so, ein bisschen was Negatives erlebt habe ich auch schon mal, ne? Ich sag mal so, da können sich bestimmt die einen oder anderen mit identifizieren, was da mal kommt, was gleich da kommt, was sich hinter diesem Link verbirgt. Ist diesmal kein Hardcore-Banger-Sound, sondern ich habe in meiner Vergangenheit auch schon die ein oder andere Misere gehabt und ihr wisst selber, Frauen können manchmal echt einen den Kopf verdrehen. Und ja. Also der Song, der jetzt gleich kommt, ist auf jeden Fall so eine Story von meinem Leben, wo es eine Zeit gab, wo es mir nicht so gut ging, wo ich will das gar nicht sagen, aber quasi von einem Mädchen verarscht wurde. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Aber Themawechsel, ich war auch zu trainieren gewesen. Und hab heute die 140 Kilo gedrückt. Wie man es auch sieht, ich bin auf jeden Fall massetechnisch wieder voll am Start. Die sind gerade ein bisschen abgewichen. Ich habe zu viel, ein bisschen sentimental geworden, aber das wollen wir natürlich nicht. Ja, guckt euch mal diesen Bizeps an. Ich glaube, das ist interessanter. Guckt euch mal diese Kugel an, Alter. Das war echt utopisch, oder? Hm? Bei wie viel sind wir? 25. 25.000 Zuschauer. So, ich sag euch was. Wenn wir, ne, ich sag noch keine Zahl, aber wenn wir eine bestimmte Größe von Zuschauern erreicht haben, dann werde ich diesen Link freischalten. Dann werde ich diesen Link freischalten, aber wir sind noch weit entfernt von dem,
was wir. Tja, meine Freunde schreiben mir gerade. Hör auf, so eine Scheiße zu labern. Wie kann man mit 26 so eine Scheiße labern? Farid, schon wieder im Live-Chat, du Spasti, Alter. Auf jeden Fall, ich kriege auf jeden Fall auch positives Feedback von meinen Freunden. Und ja. Wie gesagt, also wenn wir eine bestimmte Größe erreicht haben, wird dieser Link freigeschaltet. Also markiert eure Freunde, markiert eure Freundinnen und Brüder und Schwestern und Cousinen, alle. Wir müssen auf jeden Fall eine riesen Reichweite haben, dann werde ich diesen Link freischalten. Eine andere Sache. Ich habe heute, also wir haben jetzt, wie spät haben wir es, 7:30? Wie spät haben wir? 7:30, fast 7:30. Ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ich bin sowieso gefickt. Ich habe kaum geschlafen. In den letzten 3 Tagen habe ich vielleicht 9 Stunden geschlafen. Wegen dem Release, ich bin nur unterwegs, hier und da Termine, Interviews, bla 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 bla, Auftritte etc. Aber ich habe mir heute vorgenommen, dass ich mich auf den Schreibtisch setzen werde. Ist der Schreibtisch frei heute Abend? Der ist frei. Okay, der Schreibtisch ist frei, die Manager werden Platz für mich machen. Ich werde mich ab 23 Uhr werde ich mich da an diesem Schreibtisch setzen, zeig dir mal. Diesen. Moment, und Moment. Trommelwirbel. Das ist die zweite Überraschung quasi. Und werde jedem antworten, der folgendes Bild als Profilbild umändert. Mein Manager wird jetzt. Kannst du kurz was posten für mich? Ja. Er postet jetzt ein Bild, wo drauf steht BA2T out now. Und wer dieses Bild als sein eigenes Profilbild umändert und mir privat schreibt, dem werde ich heute Abend antworten. Ab wie viel Uhr? Ab 23 Uhr. Nee, komm, ab 22 Uhr. Also ab 10 Uhr könnt ihr mir schreiben und ich werde euch antworten. Aber vorausgesetzt ist, dass ihr das BA2T Profilbild übernimmt. Ich antworte den meisten, das wisst ihr selber. Aber heute werde ich das nicht schaffen. In den letzten Tagen habe ich so viele Nachrichten bekommen. Ey, ich habe leider keine Übersicht mehr. Und ja, wie gesagt, wer dieses Bild, ist es schon oben? Nein, nein. Es kommt gleich, Moment, werdet ihr gleich sehen. Am besten liked ihr alle, damit jeder das sieht. Also wie gesagt, wer dieses Bild übernimmt, als sein eigenes Profilbild, den werde ich ab 22 Uhr heute die ganze Nacht lang antworten. Also ich habe mir auf jeden Fall ein bisschen Proviant mitgebracht und wir bestellen auch gleich Pizza, oder? Aber auf eure Kosten, ja? Auf jeden Fall. Ey, aber ich nehme krasse Pizza, ne? Und ganz viel drauf. Okay, wird alles übernommen. Und ja, dann werde ich euch antworten. Ich snacke ein bisschen dann nebenbei und ich bin mega müde, aber ich nehme mir heute die Zeit. Ich bin richtig müde und ja. Ach, ist doch nicht so schlimm, Mann. Auf jeden Fall, ja, gib Gas. Ist es jetzt oben? Es dauert noch, Freunde. Also wie gesagt, Profilbild am besten schon mal umändern und dann könnt ihr mir ab 22 Uhr schreiben und ich werde euch, garantiert sage ich nicht, aber zu 90% werde ich euch antworten. Ich werde mich da gleich hinsetzen, am PC geht das alles auch ein bisschen schneller als auf dem Handy. Guck mal, mein Display ist kaputt. Ich schwöre auf alles, dieses Display ist schon locker seit einem Monat oder anderthalb Monaten kaputt. Und ja, ich muss es reparieren lassen. Ja, auf jeden Fall, ihr seid oben? Immer noch nicht? Nein, gar kein Problem. Zeig's mal. Dann können wir es gleich. Okay, machen wir. Ich gehe in der Zeit kurz auf Toilette und die zeigen euch das kurz. Okay, wo ist das Problem? Wir können das Foto nicht drunter posten. Ah, okay, kannst du es aber auf die Pinnwand posten? Nee. Auch nicht? Wir posten es auf die Banger-Musikseite. Okay, Leute, ihr habt gehört, wir posten das auf die Banger-Musikseite, beziehungsweise nach dem Live-Chat posten wir das auch nochmal auf die Pinnwand von Maggio. Und dann Profilbild wechseln. Und Maggio wird euch antworten.
So. Wie überbrücken wir jetzt die Zeit, Mann? Geh doch einfach mal in die Toilette. Wir gehen Majo mal auf Toilette besuchen. Nein, okay, ich bin fertig, ganz ehrlich. Komm rein. Wichtig, Freunde, nach dem Pinkeln immer die Hände waschen. So, Seife auf. Sehr wichtig, immer schön waschen die Hände. Mit lauwarmem Wasser. Ne, das ist. Desinfektion ist nicht am Start, aber egal. Komm. Ja, wie ihr seht, oft. Bangermusik hat immer so viel Stress. Ihr denkt immer, das ist alles so einfach. Rapper sein, einfach One-Take-Video und hochladen, aber nein. Wie ihr seht, die Zahnbürsten sind nicht umsonst hier. Wir übernachten manchmal sogar im Büro, um am Start zu sein. Und ja, abzuliefern. Und wird mal. Da übernachtet man mal 2-3 Nächte im Büro. Und ja. Welcome back. Ihr habt ihr Konfetti wohl noch nicht weggemacht vom Release. Guck mal. So alles am Start, Alter. Ja, wir sind echt beschäftigt gewesen. Um euch ein gutes Release. Wir sind bei 40.000. Bei 40.000? Yes. Also es geht schnell, ne? Also 40.000, aber da geht noch mehr, oder? Warte. Sollen wir die Überraschung jetzt schon auflösen? Nein, nein. Ne? Nein. Komm, da geht noch mehr. Markiert mal ein bisschen, Leute. Rapper ducken sich im Biss, denn ich spucke auf die Bitch. Deine Note fick ich nicht, denn sie hat Schuppen wie ein Fisch. Klatsch dich auf Windschutzscheiben, ich soll mit King Kong feiern. Okay, ich bin am Start wie das Windows-Zeichen. Du kannst mir Kimbo Slice bringen. Sieh, wie ich hier mit einem Schlag zerschmetter, bis er auf dem Straßenrand liegt. So wie Ahornblätter. Oder Bahnhofspenner, sieh zu, wie ich die Nachrichtensprecherin direkt am Tatort schwänger. MAJ, Bäcker am Block, der teure Uhren liebende, blutrünstig wirkende, so wie Ludwig der 14. Der schönste deutsche Rapper in dem Lande, Ladies liegen mir zu Füßen, ich hab Überheit. So, das war eine kleine Live-Performance von MAJ, dem Gangster-Boss, zum Song Prototyp-Banger 2, das lief gerade parallel. Ja, ich habe jetzt so viel gelabert, ich habe so einen Pappenmaul, Alter, ich muss erstmal einen Schluck trinken. Ihr könnt. Ja, was? Zeig dir mal ein bisschen, ne? In der Zeit. Ja, ich zeig dir mal hier das Ding, hier, wie fresh das hier alles aussieht. So, Freunde, eine Sache, die ihr gar nicht wusstet, ist, dass MAJ, der Gangsterboss, auch ein guter Tänzer gewesen ist in seiner Vergangenheit. Also diesen Move habe ich oft ausgepackt in der Disco. So. Wir sind live. Den hier, kennt ihr den? Den habe ich auf jeden Fall in der Disco oft ausgepackt. Und ich zeige euch noch einen. Guck mal. Ich weiß, welcher kommt. Das Gute ist, meine ganzen Freunde würden mir jetzt eine klatschen, wenn ich sagen würde, ich würde das oft öffentlich zeigen. Wir sind bei 45.000. 45.000, guck mal, den habe ich immer gebraucht. Wenn ich ein Mädchen gesehen habe, habe ich diese böse angeguckt. Dann habe ich den gemacht. Dann war ich wieder am Start. Das hat auf jeden Fall geklappt. Auf der was ein Quitsch. Ich bin jetzt einfach ich. Also, was kann ich euch noch erzählen? Ach, hier. Ich glaube, ich muss es mittlerweile nicht mehr sagen. Ich glaube, jeder hat es sich mittlerweile gekauft. Ich habe es oft genug gesagt. Breiter als 2 Türsteher. Darum geht's ja. Ich glaube, ich habe das gerade zum eigenen Vergnügen gemacht, diesen Live-Chat. Aber hier. Ich glaube, die meisten haben sich das schon gekauft. Und wenn ihr es nicht getan habt, solltet ihr es auf jeden Fall machen. Heute könnt ihr es euch, ja, heute Sonntag, ne? Alle Läden sind geschlossen. Aber ihr könnt es euch auf iTunes, heute könnt ihr es bei iTunes kaufen, oder? Auf jeden Fall. Ja, genau. Also, wer das Google Play auch für die Android-Nutzer? Auch bei MP3 machen. Google Play nutzt die Android-Nutzer, ne? Also die Android. Okay. Alle, die ein Android-Handy haben, Google Play ist auf jeden Fall BA2T.
erhältlich bei iTunes. Und morgen könnt ihr wieder die Läden stürmen, da sind wieder alle CDs am Start. Ich habe von vielen Leuten mitbekommen, dass das Album ausverkauft gewesen ist. Also, wenn ihr keine CD bekommen habt, tut mir den Gefallen, geht ab Montag wieder in die Läden und kauft euch auf jeden Fall so eine CD. Die Box, sehr, sehr wichtig. Diese Box könnt ihr euch natürlich bei Amazon noch vorbestellen. Und ich habe mitbekommen, in den Läden sind auch vereinzelt Boxen zu bekommen. Also, es kann gut möglich sein, dass die eine oder andere Box auch bei Mediamarkt oder bei Saturn in eurer Stadt zu haben ist. Also, wie gesagt, BA2T-Box. Die Standard-Edition, die haben sich auf jeden Fall sehr, sehr viele gekauft, habe ich bei Instagram gesehen. Ab Montag sind wieder die Läden gefüllt mit der Platte, weil die meisten Läden sind ausverkauft gewesen und rüsten natürlich nach. Deswegen, ab Montag, der Appell von mir an euch, kauft euch auf jeden Fall ab Montag eine CD, bevor es zu spät ist. Und wer das Album heute schon hören möchte und es sich nicht gekauft hat, geht jetzt auf iTunes und gibt da BA2T ein oder bei Google Play das gleiche Spiel BA2T. Und dort könnt ihr euch das dann kaufen. Ist es möglich, nochmal den iTunes-Link einzufügen für die Leute, die das sich jetzt nicht? Aber ihr wisst ja, geht einfach auf iTunes und gebt BA2T. Braucht ihr jetzt nicht extra einen Link für, ich glaube, meine Fans sind schlau genug, um das selbst hinzubekommen. Wir sind bei 46.000. Okay, wir sind bei 46.000 Zuschauern. Überraschung auflösen? Naja, da geht noch mehr. Da geht noch mehr. In der Standard-Edition, da sind nicht nur die Tracks, da ist auch sogar eine DVD bei. Ne? Ja, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. In der Standard-DVD ist auch die DVD mit dabei, Majo macht die Tür. Da habe ich mir mit Farid Bang und Omar Azaita und Omar Nehmer und M. Boulevard und Jasko und Ottmann war dabei. Oder waren noch ein paar dabei, ich habe jetzt vielleicht ein paar vergessen. Aber wir haben uns an einem Tag an eine Diskothek an die Tür gestellt und haben die Tür geschmissen. So wie M.A.J., wenn er seine Freundin mal beim Fremdgehen erwischt hat, dann hat er auch die Tür geschmissen. Und das könnt ihr euch reinziehen, wenn ihr euch die Standard-Edition kauft, besorgt oder was weiß ich, geschenkt bekommt. Und hier ist die DVD. Majo macht die Tür. Auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Sache. Solltet ihr auf jeden Fall als Majo-Fan haben oder auch als Fan von Entertainment. Das ist auf jeden Fall eine lustige Sache. Also wie gesagt, ab Montag wieder in die Läden gehen und euch diese CD kaufen. Ansonsten in die Läden gehen und nach dieser Box fragen. Kann sein, dass sie die haben, vielleicht auch nicht. Das ist eine Glückssache, beziehungsweise eine Frage von Glück. Und bei iTunes, für die Leute, die es heute noch hören wollen, geht auf iTunes und gebt BA2T ein. Und ihr bekommt das Album. Wo ja. Diejenigen, die kein iTunes haben? Die kein iTunes haben. Bei Google Play. Also gerne, sorry. Für die Leute, die kein iPhone haben. Es gibt ja Leute, Verfechter, die den Trend von dem Apple-Gerät nicht mitgehen wollen, beziehungsweise die auf ein Android-Handy zugreifen, sei es ein Samsung oder ein Sony Ericsson oder was weiß ich, was es heute alles gibt. Ja, die Leute, die nicht mit dem Strom schwimmen wollen, die gehen auf Google Play und holen sich BA2T dort. Ist auch auf jeden Fall oft bestellt dort und dort könnt ihr euch das dann runterladen. Was kann ich euch noch erzählen? Bei wie viel sind wir? Bei 49.000. Es passiert gleich was. Ich verspreche euch das, ihr werdet es nicht bereuen. 49.000 Leute schauen mir zu. Ich habe es bei 20.000 Leuten, habe ich es erwähnt. Ja, die Überraschung ist eine Geschichte, die nicht 1:1 so passiert ist, aber schon ziemlich ähnlich. Wie gesagt, M.A.J., der Gangsterboss, hat sich meistens von einer Seite gezeigt, die ziemlich hart ist. Ich sag mal so, ja, es war schon ein bisschen macho-mäßig, ne? Die ganze Zeit.
Und dieses Mal, es ist ein Song aus meinem Leben, beziehungsweise das Video spiegelt eine Situation in meinem Leben wieder, von meinem Leben wieder, wo es mir nicht so gut ging, wo ich gedacht habe, ja, das muss ich euch zeigen, das muss ich euch erzählen, damit meine Fans wissen, mir ist auch mal was Schlechtes passiert. Ich bin kein Mensch, der perfekt ist oder dessen Körper aus Titan ist. Ja, aus Titan ist er schon, aber irgendwo im Innern ist auch ein weicher Kern, aber ganz wenig weich. Der ist schon ziemlich hart. Aber so ein bisschen weicher vielleicht, als die Schale ist. Und ja, bei wie viel sind wir? 50. 50.000 Leute. Der Rekord liegt bei 67.000, ne? Ja, ich glaube schon. Okay, da geht noch was, Freunde. Da geht noch was. Markiert weiter eure Freunde und Freundinnen und Brüder und... Ja, Schwestern sage ich besser nicht. Cousinen und... Ja, was weiß ich. Will heute keiner gegrüßt werden bei denen? Ach so, ja. Wo soll ich den Selfie-Modus? Ja. Okay, eine Sekunde. So, Freunde, wir sind im Selfie-Modus angelangt. Junge, ich muss lernen, jetzt poste das Video. Ey, Mann, lern weiter, lern parallel weiter. Guck das Video an und lern parallel. Weil ich muss noch warten, da müssen noch mehr Leute rein. Ismail Akin, du bist selber gay. Ey, was ist los? MAJ, der Gangsterboss, ich verteile jetzt Kopfnüsse. Ey, guck mal, ich verteile jetzt Kopfnüsse. Pass auf, nicht, dass es aus Versehen abbricht. Okay, nicht, dass es aus Versehen abbricht. Christian, was geht? Grüß mich mal. Serkan Yildirim, schöne Grüße. Ist Farid da? Nein, Farid hat es leider nicht geschafft. Der hat einen langen Auftritt gehabt und ja, der ist müde. Said Millard, schöne Grüße. Maju, dein Album ist einfach das Beste. Dankeschön, Mann. Dankeschön. Schöne Grüße an Yusuf. Schöne Grüße an Albin. Schöne Grüße an Daniel, der schreibt Amnacoin. Patrick schreibt, du Drecksau, Majo. Warum, la? Ah ja, genau. Da hat mich gerade ein Peach erinnert daran, dass ich euch an eine Sache erinnern muss. So, ist das Profilbild schon drin jetzt? Bei Banger Musik auf der Seite? Okay. An alle Leute, die jetzt mit dabei sind, mit am Start sind, geht auf die Banger Musik Seite, die Banger Musik Facebook Seite. Da ist ein Bild drinne, gepostet worden. Wenn ihr dieses Bild als Profilbild übernimmt und mir privat auf meiner Facebook Seite schreibt, werde ich euch heute antworten. Ab 22 Uhr sitze ich am PC und werde jedem antworten, der dieses Bild als Profilbild übernommen hat. Da steht BA2T Out Now drauf. Ich werde euch heute antworten. Ab 22 Uhr setze ich mich mit meinem Hintern am Rechner und werde euch antworten. Okay. Also nur kleine Info für die es noch nicht mitbekommen haben. Wir sind bei 52,8000 Betrachtern, steht hier. Kennt ihr diesen Majo-Moment, wenn der Pulli reißt? Ja. Schicke Frisur, dankeschön, Nikolaus. Dankeschön. Ja. Ihr seht mir bestimmt die Müdigkeit an von den letzten Tagen, oder? Guck mal, ich sehe so kaputt aus. Guckt euch mal diese Augenringe an. Also, heute bin ich nicht so fresh, wie auf dem Album. Batuan, schöne Grüße nach Hildesheim zurück. Yusuf Kadermann, sag mal, dass ich breiter als drei Türsteher bin. Ha, 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 ha. Majus Album rasiert alles. Dankeschön. BA2T Pullover, richtig geil. Erstmal bestellen. Dankeschön. Ja, der BA2T Pullover. Ja, viele Fragen. Okay, wir sind wieder am Start. Ihr seht mich wieder alle. Ich muss kurz mit meinem Team was absprechen. Was machen wir jetzt? Hau den Link raus. Ich würde sagen, für alle, die jetzt drin sind, schalten den Link erstmal auf privat, dann sehen die nur das. Und nicht alle. Was? Warum? Ja. Warum? Verbreitet sich das nicht so kurz? Eine Sekunde. Oder?
Meine Freunde, bevor es wieder pausiert, also ich bleib weiter am Start, aber sollen wir den Link freischalten? Wir sind bei 60.000 Zuschauer. Oh, auf jeden Fall freischalten. Ja? Komm, wollt ihr das Video haben? Ich möchte es jetzt in den Kommentaren sehen. Wollt ihr das Video haben? Ja! Wollt ihr das Video haben? Der Link ist... ist mit drinne. Ja. Ja, ich höre hier viel. Haben schon auch einige geschrieben. Es hängt immer noch, schreibt einer. Schöne Grüße an Ocker. Welche Schuhgröße trägst du? 42,5. Ja, wir wollen das Video. Wir wollen das Video haben. Ja. Hau raus, ja. Maju, kennst du das Gefühl, wenn dein T-Shirt reißt? Ja, klar kenne ich das. Was sagt ihr? Wir sind bei 60,2. Soll ich? Okay, Freunde, ich schalte das Video jetzt selber frei. Eine persönliche Story. Und für die, die sagen, das ist Weichspülmusik, kann ich nichts dafür. Das ist eine Sache, die ich selbst erlebt habe. Und ja, RMJ, der Gangsterboss wurde tatsächlich mal betrogen von einer Hure, Alter. Kleine Fotze, das ist meine Rache an dich. Du kleine Fotze. Du kleine Hure. Wo? Einfach auf öffentlich. Und dann ist es raus. Drück mal. Und jetzt auf Speichern. Jetzt ist es raus. Es ist raus, Leute, es ist online. Warte, aber ich weiß nicht, ob es freigeschaltet ist. Guck mal selbst. Komm, Matzi, schreib hier nochmal. Es ist da. Schreib am besten nochmal was. Ich schreib jetzt mal eben was. So, Leute. MAJ, der Gangster-Boss, wurde tatsächlich auch mal verletzt. Boom! Nein, du hast noch nicht vergessen, hier kommt noch was. Also, Boom kommt später. So. Boom. Ist raus. Er ist raus. So, wir sind trotzdem noch am Start. Ich gehe jetzt noch mal kurz pinkeln und dann bin ich wieder... Guckt euch das Video an. Guckt euch das Video in der Zeit an. Ich bin aber noch ein bisschen am Start für euch. Bruder, ich will pinkeln gehen. Lass mich pinkeln gehen. So, ab hier endet. Aber hier endet die Privat. Okay, wir warten vor der Tür. Was zeigt man denen jetzt in der Zwischenzeit? 60.000 Leuten. Wie ich gerade auseinandernehmen? Ja, ich war ja gar nicht dabei. Ich mach nicht diesen Film. Ja, klar. Der war gar nicht mit dabei. Ralle 3-0. Naja, aber zwei davon habe ich gar nicht gesehen, weil der Peach davor stand. Ja, der stand auch vor mir. Oh, MIJ ist zurück. MIJ ist about back in business. Now I want to... continue the video in English for my English fans. Greets from MIJ, the Gangster Boss. Spaß. Ich würde sagen, wir machen auf Deutsch weiter, ja. Das Video ist draußen? Video ist draußen. Ja, das ist auf jeden Fall eine kleine Story aus meinem Leben. Warte, ich geh mal in den Modus. Ja, auf jeden Fall, das ist eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Ich habe auch mal... ein Girlfriend gehabt, die mich ja betrogen hat. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt bei 65.000,3. Also noch 3.000, dann haben wir den Rekord gebrochen. Und ja. Fresse, kannst kein Englisch. Oh.
Peach! Oh, Peach! Maggio soll singen, er kann singen. Nein, Bro, das sage ich auch immer. Ja, nochmal eine kleine Info, bevor wir gleich weg sind. Der Bizeps ist angespannt. Aber wie gesagt, das habe ich gerade schon gesagt, auf der Banger-Musik-Seite wurde ein Bild gepostet. BA2T Out Now. Wenn ihr dieses Bild als Profilbild übernimmt und mir privat auf meiner Fanseite schreibt, dann werde ich euch heute antworten. Ab 22 Uhr. Ich habe gleich noch einen Termin. Bin aber um 22 Uhr wieder im Büro. Und dann werde ich euch schreiben. Dann setze ich mich hier am Schreibtisch und dann, dann antworte ich euch auf jeden Fall. Was ist dein Lieblingstrack aus BA2T? Da sind mehrere auf jeden Fall. Fallschirm, Dreams und jedes deiner Worte. Da sind so einige mit dabei. Fresh. Jetzt schöne Grüße an die Albaner. Ihr seid immer mit am Start, Alter. Ja, Johnny Dre sagt, du Eierkopf. Thank you für das Kompliment. Hier, Eierkopf mit am Start. Richtig geil, das Lied. Ich schwöre auf alles. Du Eierkopf. Schon wieder. Grüß bitte Big Flow, aka Biggie aus der 42. Danke. Bitte. Nein, du kennst. Grüß mich bitte. Schöne Grüße, Sandra Markovic. Wie ist das eigentlich? Die gefällt dir dieses Live-Ding ganz gut. Du tust das regelmäßig machen. Ja, ja, klar. Also noch eine kleine Info. Ich merke immer wieder, wir sind bei 68.000. Wir haben den Rekord gebrochen. Wir haben den Rekord gebrochen. Wir haben den Rekord gebrochen. Wir sind bei 68.000,2 Zuschauern. Ja, ich habe gemerkt, es gefällt euch mega, wenn MJ, der Gangsterboss, ein bisschen von sich privat erzählt und das auch noch live bei Facebook. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ja nicht jeden Sonntag, aber alle zwei Sonntage werde ich ab jetzt, so jetzt kommt's Leute, Trommelwirbel Leute. Nochmal Trommelwirbel. Noch einmal Trommelwirbel. So, jeden Sonntag, nein, nicht jeden Sonntag, jeden zweiten Sonntag werde ich für euch eine Live-Sendung machen. Auf meinem Facebook, auf meiner Facebook-Seite. Wie viel Uhr? Immer 20 Uhr? Ja. Ja, immer um 20 Uhr bin ich dann am Start für meine Fans. MJ, der Gangsterboss, nimmt sich die Zeit. Und ja, wie gesagt, jeden Sonntag. Und alle, die das jetzt auch machen, ja, sind Nachmacher, ne? Aber ich werde jeden Sonntag am Start sein für euch. Um 20 Uhr. Egal, wo ich bin. Egal. Ich werde am Start sein. Nicht jeden Sonntag. Jeden zweiten Sonntag. Ein bisschen Privatsphäre müsst ihr mir auch geben, ja? Wie gefällt euch das Video? Ey, das ist ein richtig krasser Song, Alter. Ich habe sowas ähnliches mal erlebt, wo ich so ein bisschen verarscht wurde. Und ja, das Leben kann manchmal echt fies sein, Alter. Irgend so ein Mädchen kommt um die Ecke und gaukelt dir irgendwas von Liebe vor und verarscht dich von vorne bis hinten. Alles Fatzen. Ja. Banger Musik, Alter. Label Nummer 1 in Deutschland. Wie sieht's aus? Boah, ey, wir sind schon bei 70.000, aber ich bin so ein bisschen planlos. Ich weiß nicht mehr, was ich so erzählen soll. Erzählt mir mal ein bisschen, was ihr von dem Song haltet. Schöne Grüße, Adam Steel. Ach ja, noch eine andere Sache, Freunde. Ja, jetzt weiß ich, was ich euch erzählen kann.
Im Januar, Mitte Januar, ist MAJ der Gangsterboss auf Tour. Mit seinem Album Breiter als zwei Türsteher. Und ich hoffe, ihr werdet mich dort besuchen kommen. Können wir die Tourdaten nochmal posten auf der Banger-Musik-Seite? Die posten wir jetzt als Kommentar. Okay, in den Kommentaren findet ihr jetzt einen Kommentar. Und der beschreibt die Tour von MAJ, dem Gangsterboss, die Breiter als zwei Türsteher-Tour. Ich habe was richtig Krasses vorbereitet und das wird eine heftige Show. Und ja, schaut euch an die Städte und bei Eventim könnt ihr euch dann Tickets vorbestellen. Ich würde Gas geben, einige Tickets sind schon weg und ja, nicht, dass ihr zu spät kommt. Ich erwarte euch auf jeden Fall auf meiner Tour. Das ist meine erste Solo-Tour.